Kohlenhydrate und Sport. Ja? Nein? Vielleicht? Welches Ziel willst du denn erreichen? Reden wir darüber. Du hörst die Folge 236 von Erschaffe die beste Version von dir. Wie immer mit Ralf Bohlmann, Referent und Speaker für Gesundheit und Performance. Viel Spaß! Reden wir heute mal über Kohlenhydrate und Sport. Am Sonntag halte ich wieder einen Vortrag in unserer CrossFit-Box und das Thema wird garantiert zur Sprache kommen. Da sitzen dann vor mir viele junge, schlanke, sportlich aktive Menschen. Viele von denen versuchen sich möglichst gut zu ernähren und einige wollen auch sportliche Ziele erreichen, besser werden, auf Wettkämpfe gehen. Sehr cool. Das typische Publikum bei meinen Vorträgen, das sind Menschen mitten im Leben, meist so ab Mitte 20 und rauf bis Anfang 60. Da sind natürlich auch hin und wieder ambitionierte Hobbysportler dabei, aber halt nicht in der Mehrheit. Die meisten Menschen in meinen Vorträgen sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Fragen und nicht leistungsorientierte Crossfitter oder von mir aus Marathonläufer. Und wenn ich jetzt gefragt werde, Ralf, was ist mit Kohlenhydraten? Dann hängt meine Antwort davon ab, wer gerade mir gegenüber sitzt. Ich will heute versuchen, das etwas klarer zu machen, weil ich ja nicht weiß, wer du bist, wo du stehst und welche Ziele du verfolgst. Also, welches Ziel verfolgst du? Ist dein Ziel ein sportliches Ziel? Sportliche Höchstleistung? Weil gesund und schlank bist du schon? Okay, dann müssen wir uns also um dein Gewicht, deine Figur, deine Stoffwechselgesundheit, deine Darmgesundheit und sonstige gesundheitliche Themen nicht mehr kümmern. Ist das so korrekt? Mit Stoffwechselgesundheit meine ich so Dinge wie Insulinsensitivität und metabolische Flexibilität. Und mit Darmgesundheit meine ich Themen wie Unverträglichkeiten, Verdauungsthemen, auch Autoimmunthemen, Allergien. Hast du alles nicht? Okay. Also, du bist schlank, stoffwechselgesund und sportlich aktiv. Nächste Frage. In welchem Sport möchtest du besser werden? In einem Ausdauersport oder in einem Intensivsport? Die Frage ist wichtig. Willst du einen Marathon laufen? Fußball spielen oder Gewichte heben? Das ist eine ganz entscheidende Frage, wenn es um das Thema Kohlenhydrate geht. Bei unterschiedlichen Sportarten sind ganz unterschiedliche Stoffwechselprozesse entscheidend. Ganz vereinfacht gesagt, ein Gewichtheber setzt maximale Kraft für wenige Sekunden ein und verbrennt dabei ATP in der Zelle, anaerob, ohne Sauerstoff. Ein 400-Meter-Läufer läuft weniger als eine Minute in der Sauerstoffschuld und verbrennt dabei Glukose aus dem Blut. Anaerob. Ein Fußballspieler läuft 90 Minuten, ein Crossfitter trainiert eine Stunde und beide verbrennen dabei Glykogen aus den Muskeln und aus der Leber. Aerob, also unter Verwendung von Sauerstoff, und zwischendrin werden sie mal zum Sprinter. Ein Marathonläufer verbrennt auch Glykogen aus Muskeln und Leber und auch Fett aus dem Fettgewebe. Aerob, also auch mit Sauerstoff. Also wenn es um sportliche Leistung geht, dann gilt es, den für diesen Sport entscheidenden Stoffwechselprozess zu trainieren. Fußball und CrossFit sind Sportarten, die im Wesentlichen im Zuckerstoffwechsel stattfinden. Dabei wird Zucker verbrannt, der im Körper in Form von Glykogen in der Muskulatur und in der Leber gespeichert ist. Beim Sport wird der Speicher angezapft und beim Essen wieder aufgefüllt. Wenn jetzt jemand fünfmal in der Woche 1 bis 2 Stunden für einen solchen Intensivsport trainiert, dann wird er nach jedem Training seine Speicher schnell wieder auffüllen wollen. Und dann macht es Sinn, direkt nach dem Training, neben Proteinen für die Muskelsynthese, auch Kohlenhydrate zuzuführen. Auch um über etwas Insulin einen anabolen, also aufbauenden Stoffwechselzustand anzustoßen. Und dafür reichen im Grunde 50-60 Gramm Kohlenhydrate nach dem Training. Das entspricht etwa 2 Bananen. Ein junger, schlanker, stoffwechselgesunder Sportler kann auch wesentlich mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen. Er verbrennt sie ja vollständig. Seine Muskeln nehmen den Zucker auf, sein Insulinspiegel steigt nur moderat an und er kann und wird Muskeln aufbauen, solange genügend Protein, sprich Eiweiß, zur Verfügung steht. Dieses Mehr an Kohlenhydraten, das sollte auch beim Sportler im Wesentlichen aus Gemüse, aus Hülsenfrüchten, auch aus Wurzelgemüse, Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln, Nüssen und Früchten bestehen. Also aus den guten Kohlenhydraten, aus denen,
die noch in Pflanzenfasern verpackt sind und mit Ballaststoffen daherkommen. Das sind die Kohlenhydrate, die nebenbei noch Vitalstoffe mitbringen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und die nur langsam ins Blut gehen, weil sie erst aus den Fasern heraus verdaut werden müssen. Wir wollen ja schließlich, dass das mit der Gesundheit auch so bleibt. Ein junger, schlanker, gesunder Sportler wird nicht gleich dick, wenn er das, was er verbrennt, im Wesentlichen in Form von Junkfood, also Pizza, zu sich nimmt. Aber er wird nur schwer dauerhaft seine Vitalstoffversorgung mit Pizza, Pasta und Kelloggs Frühstücksflocken auf die Reihe kriegen. Und dann geht es irgendwann nicht mehr weiter mit seiner Performance. Und irgendwann wird die Bauchspeicheldrüse müde. Und eines Tages ist es dann nicht mehr so weit her mit der Insulinsensitivität und der Stoffwechselgesundheit. Also, es darf Clean Eating sein bei dem gesunden, schlanken, fitten Sportler. Der darf mehr Kohlenhydrate essen, klar, er verbrennt sie ja, aber bitte gerne auch die guten. Für einen Ausdauersportler gilt im Grunde das Gleiche, jedoch mit einer zusätzlichen Komponente. Für alles, was im Sport länger als etwa 2 Stunden dauert, reicht der Zuckerspeicher in den Muskeln und in der Leber nicht mehr aus. Ein guter Marathonläufer, Triathlet, Radfahrer hat einen exzellent trainierten Fettstoffwechsel. Und diesen Fettstoffwechsel, den darf man halt wirklich trainieren. Und wie macht man das? Nüchtern. Also nicht ohne Alkohol im Blut, sondern ohne Zucker im Blut. Genau gesagt, ohne den nach einer Mahlzeit erhöhten Blutzuckerspiegel. Also nüchtern trainiert man mit nichts im Magen. Die beste und einfachste Art, den Fettstoffwechsel zu trainieren, ist, morgens mit leerem Magen zu laufen. Die berühmten Nüchternläufe. Und das macht für Ausdauersportler absolut Sinn. Praktisch geht das so, wenn du nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinkst, einen Kaffee, wenn du magst, und dann los auf die Laufrunde. Auf diese Art habe ich übrigens vor vielen Jahren meine Marathonzeit mit fast 50 Jahren auf 2 Stunden 51 verbessert, indem ich meinen Fettstoffwechsel trainiert habe, mit Nüchternläufen, am Samstagvormittag, bis über 30 Kilometer. Nach dem Training habe ich dann meinen Speicher natürlich wieder aufgefüllt, auch mit guten Kohlenhydraten. Ich habe zu der Zeit um die 70 Kilo gewogen. Also, Sportler, die schlank sind, stoffwechselgesund sind und die ihre Carbs verbrennen, die müssen sich um die Carbs nicht kümmern, solange das weitgehend gute Carbs sind. Hülsenfrüchte, Wurzelgemüse, Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln, Nüsse, Früchte, auch mal Reis. Aber davon vielleicht nicht zu viel, wegen der Arsenbelastung von vielen Reissorten. Und vielleicht auch mal ein paar Haferflocken, wenn jemand sicher ist, dass er Getreideprodukte gut verträgt. So, was ist jetzt, wenn jemand nicht schlank ist oder nicht frei von Darmthemen, Verdauungsgeschichten, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Unverträglichkeiten oder entzündlichen Erkrankungen? Aber er will natürlich Sport machen. Wie sieht es dann aus? In dem Fall wäre mein Tipp und mein Rat, zuerst schlank und gesund zu werden und erst dann sportliche Ziele anzustreben. Das heißt natürlich nicht, dass jemand bis dahin keinen Sport mehr machen soll, sondern dass der Fokus beim Sport bei der Bewegung liegen sollte und nicht bei der Bestzeit oder beim Ergebnis. Jemand, der noch ein figürliches oder ein gesundheitliches Thema hat, orientiert sich bei seiner Ernährung in erster Linie an seiner Gesundheit und nicht am Sport. Und der Sport unterstützt dann die Bemühungen, schlank und gesund zu werden. Es wird also nicht den ganzen Tag für den Sport gegessen, sondern es wird für die Gesundheit und den angestrebten Körperfettanteil gegessen. Und dann wird so viel Sport und so intensiv Sport gemacht, wie das damit eben möglich ist. Und nicht andersherum. Ich kenne Menschen, die gehen eigentlich zum Sport, um abzunehmen. Und dann essen sie nach dem Sport mehr, als sie durch den Sport verbrannt haben. Und dann auch noch Mist. Ich habe ja Sport gemacht. Dann kann ich ja. Nee, das funktioniert nicht. Zurück zum Thema Kohlenhydrate. Zum Schlankwerden muss Körperfett verbrannt werden. Und das funktioniert nicht, wenn der Blutzuckerspiegel erhöht ist. Also nicht nach einer Mahlzeit, die im Wesentlichen aus Kohlenhydraten besteht. Also hier die Carbs etwas weiter reduzieren, als bei den schon schlanken, gesunden Sportlern. Und auch die angedeuteten gesundheitlichen Themen haben etwas mit der Ernährung zu tun. Was dagegen hilft, ist echtes, natürliches, wenig verarbeitetes Essen von hoher Qualität. Und was hilft, ist Fettverbrennung statt Zuckerstoffwechsel. Gegessen werden natürlich weiterhin die Carbs im Gemüse, beliebig viele. Aus Nüssen, 30 Gramm am Tag. Aus Milchprodukten, wenn du sie verträgst.
Und der Fruchtjoghurt ist hier nicht gemeint. Auch aus Beeren, Blaubeeren, Brombeeren, Waschbeeren. Aber die Carbs aus Reis, Kartoffeln, Müsli oder Haferflocken, die würde ich sehr einschränken. Ebenso die aus Brot, Pasta, Pizza, Zucker, Torten und Säften. Fassen wir das nochmal zusammen. Die meisten sportlichen Aktivitäten kannst du wunderbar und perfekt mit einer Ernährung unterfüttern, die aus natürlichen, hochwertigen, wenig verarbeiteten Lebensmitteln besteht. Gemüse und Salat in beliebiger Menge, Nüsse, Fleisch, Fisch und Eier natürlich, Früchte, Milchprodukte, Zucker, Alkohol und Pizza als Luxus hin und wieder. Und wenn du schon schlank und kerngesund bist und sportliche Ziele anstrebst, dann kannst du für dieses Ziel auch etwas mehr Carbs vor und nach dem Training einbauen. Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln, Obst, etwas Reis oder Haferflocken. Clean Eating schadet trotzdem nicht. Und falls du Ausdauersportler bist, dann trainierst du regelmäßig mit leerem Magen deinen Fettstoffwechsel. Ein paar Carbs gibt's dann nach dem Training. Falls dir dein Gewicht noch nicht gefällt und oder da noch gesundheitliche Themen sind, dann halte dich bei den Lebensmitteln zurück, die relativ viele Carbs und relativ wenig Vitalstoffe mitbringen. Brot, Pasta, Pizza, auch Müsli und Reis und Haferflocken, Kartoffeln, natürlich Zucker, Säfte und Alkohol. Klar soweit? Sorry, genauer geht es hier im Podcast leider nicht, weil ich nicht weiß, wo du stehst und weil ich nicht weiß, wo du hin willst. Ich hoffe, du hast dich in einer der Beschreibungen vom Grundsatz her wiedergefunden und du kannst mit meinen Hinweisen was anfangen. Viel Erfolg und viel Spaß dabei. Den neuen Podcast, den kennst du schon, oder? Forever Young, Ernährung, Bewegung, Denken, zusammen mit Deutschlands meistgelesenem Arzt Dr. Ulrich Strunz. Ausgewählte Artikel von ihm und präsentiert von mir. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Hör doch mal rein. Also, bis zur nächsten Woche, dein Ralf Bohlmann. Übrigens, ich arbeite als Referent und Speaker für das Thema Gesundheit und Performance. Ich halte Vorträge und Keynotes bei Gesundheitstagen, Konferenzen, Veranstaltungen oder Meetings. Es geht immer darum, Menschen zu inspirieren und zu motivieren für ein gesundes, glückliches und produktives Leben. Das ist genau mein Ding und das spüren die Menschen. Melde dich bei mir und gib meine Kontaktdaten weiter. ralf@barefootway.de. Ich freue mich auf dich.